Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Kakerlakenparty, das Hörspiel. Heute hört ihr wieder alle Videos aus der vergangenen Woche noch einmal ohne meine Kommentare dazu. Wem das nicht gefällt, bitte einfach den Daumen runter drücken, dann weiß ich Bescheid, dass ihr dieses Format nicht mehr möchtet. Wenn es euch doch gefällt, dann natürlich gern den Daumen nach oben. Wer neu auf dem Kanal ist, kann natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Kakerlakenparty. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Wilson, mein Name. Ja. Also, lieber Herr, Sie haben eine Anmeldung gemacht. Mhm. Ja, schon jetzt, heute. Also, Sie haben gemacht in Bitcoin API. Mhm. Ja, diese Anmeldung Sie haben gemacht über die Trading einfach, ja? Mhm. Okay, und ich bin da zu helfen, das erste Mal. Ja. Okay, und meine erste Frage ist, haben Sie Erfahrung im Trading? Gar nicht. Sie haben gar nicht. Also, bei uns, Sie können mit deiner Broker arbeiten. Das bedeutet, die Broker macht die ganz alles für Sie. Sowieso öffnen und schließen die Operationen ein und aus. Ja. Also, die Broker macht die Trading für Sie, einfach. Ja. Und natürlich, Sie können nur die Profite schauen, also ich habe keine schönen Worte, ich habe eine gute Arbeit. Und wie ich sage immer, Sie können nicht ein Millionär sein, aber Sie können ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und für das, ich bin da von BankFX Trade und wir können ein Konto aktivieren. Ja. Okay, also haben Sie einen Computer vor sich? Haben Sie einen Computer vor sich? Ja. Okay, benutzen Sie AnyDesk? Nee. Nee. Kurz Moment, bitte. Ja. Können Sie bitte AnyDesk herunterladen? Ja, kann, also können okay. Schon. Also, gehen Sie bitte beim Google und ich buchstabiere die AnyDesk und Sie können runterladen. Und wozu brauche ich das? Und ich helfe Sie zu Konto aktivieren. Oder vielleicht Sie benutzen TeamViewer. Ja, aber habe ich jetzt noch nicht verstanden, wozu wir das Programm brauchen. Also, das Programm ist zu helfen, ein Konto aktivieren. Und ohne das geht es nicht? Es geht ohne dieses Programm, aber mit diesem Programm wir können schneller machen. Oder wenn Sie wollen, Sie können beim Google gehen und Sie können alleine die Konto aktivieren. Mach ich alleine. Okay. Können Sie bitte beim Google, ich buchstabiere unsere Plattform und Sie öffnen eine Konto. Ja, kann man gleich machen. Okay. Okay, wann können wir, weil wir arbeiten bis 6:30. Ja, können wir jetzt machen noch. Okay, können Sie bitte beim Google und ich buchstabiere unsere Plattform. Gehe ich gleich hin, Moment. Okay. So, dann habe ich jetzt erstmal Internet auf. So, und dann gehe ich jetzt auf. Dann gehe ich jetzt erstmal auf Google. Also, lieber Herr, meine Frage ist: Mit welchem Antrag wollen Sie anfangen? Also, mit welcher Summe wollen Sie anfangen, die Trading? Ich würde erstmal 50 Euro nehmen. 50 Euro? Hm. Also, lieber Herr, Sie können von 250 Euro minimale Anträge anfangen. Warum so viel? Ja, weil es geht. Also, Sie können die minimale anfangen mit 250 Euro. Wenn Sie wollen mehr anfangen, Sie nehmen auch ein Angebot von unserer Firma. Und mit 250 Euro, Sie nehmen 75% Angebot. Und warum geht nicht erstmal 50? Weil so sind die Trading es geht so? Verstehe ich nicht. Reichen 50 nicht? Nochmal bitte? Reichen denn 50 nicht? Also, lieber Herr, 250 ist Minimalbetrag bei jeder Plattform, Trading-Plattform. Nee, nicht bei jeder. Bei jeder? Uh-uh. Also, wenn Sie kennen etwas anderes, eine andere Plattform, wo hat eine minimale
antrage, können mir sagen, und ich investiere noch. Ja. Okay, können mir bitte diese Plattform geben? Und ich will investieren. Wahnsinn, ich guck mal, ob ich die noch hab. Also, lieber Herr, Sie haben keine. Und doch, Moment, ich muss mal erst mal eingeben hier. So, Moment. Okay. So, die Seite heißt, Moment. Warte mir. Ja, gleich. So, das heißt Binance. Binance? Ja. Binance. Kurz Moment, bitte, ich muss mit unserer Finanzexperte sprechen. Binance. Kurz Moment, bitte. Die Binance, Exchange Binance, Crypto. Also einfach Binance.com. Ja, Binance.com, pünktlich. Also die Binance ist die Investition, lieber Herr. Also, das ist doch auch wir Trading. Sind eine Plattform. Ja, das ja auch. Es ist nicht eine Trading. Doch. Es ist Investition, lieber Herr. Ja, aber hier kann man auch traden. Ja, aber Sie machen nicht Trading. Geht ja aber mit 25 Euro Einstieg. Also die Plattform, Trading-Plattform, also wir arbeiten mit Broker, mit Roboter und wir machen die Trading für Sie. Ja. Also die Binance ist nur Investitionen, ist nur eine Plattform, wo Sie können Investitionen machen. Da gibt es auch Leute, mit denen ich sprechen kann. Also ich denke, ne, vielleicht Sie sind etwas Betrüger oder etwas so. Binance? Nein. Weil, das sind keine Betrüger. Binance, wirklich, gut, Moment. Also, die Binance ist nicht eine Betrügerplattform. Richtig. Aber, ja. Aber habt andere Plattformen, wo Sie sagen, zum Beispiel Binance Trading. Ja, also, ich bin aber ganz normal auf Binance. Binance.com. Das ist das erste Mal, wo ich höre, die Binance macht Trading. Ja, natürlich. Ist eine Plattform, wo Sie können investieren, ja. Aber nicht Trading machen. Natürlich. Sie können die für Trading Investitionen machen. Ich habe sogar die App von denen. Also, kurz Moment, ich muss unseren Finanzberater noch etwas fragen für die Binance, weil ist das erste Mal, wo ich höre. Kurz Moment, bleib hier. Tja Leute, ich bin hier mittlerweile schon echt fertig heute, ne? Also ich telefoniere den ganzen Tag seit 8 Uhr noch was, wann der erste Call reinkam. Und wir haben es jetzt schon 18.04 Uhr. Ich bin wirklich durch heute. Tja, mal gucken, ob der sich jetzt hier nochmal zurückmeldet, aber ich vermute fast nicht. Tja, ist halt nur auf den Betrügerplattformen, wo man so viel investieren muss. Auf einer ehrlichen Plattform kann man noch weniger Geld reinstecken. Also ich kenne mich zwar mit Trading jetzt nicht aus, aber für mich ist Trading Handeln mit Kaufen und Verkaufen. Und das kann ich hier auf Binance. Wie gesagt, ich bin kein Trading-Ass. Hier gibt es sogar ein Wallet. Hier kann ich auch Bitcoin-Wallet machen. Also ich kann da alles. Bitcoin bieten sie an. Tja. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch dran. Okay, super. Also ich habe unsere Finanzberater Expressen und wie ich habe gesagt, die Binance ist nur, wo Sie können investieren. Also wo Sie können mit Kreditkarte Investitionen machen. Also ist nicht eine Trading-Plattform. Na und was und heißt sowieso, denn? Die Trading-Plattform ist etwas anderes und die ja. Binance ist etwas anderes. Ja, aber bei Trading ist doch Kaufen und Verkaufen, oder nicht? Also die Binance ist, wo Sie können kaufen und verkaufen, aber die Trading ist... Trading-Plattform ist, wo sie haben nur Profite und die Profite macht diese Plattform. Also wir machen die Profite für Sie, also unsere Broker. Ja, wo ist da jetzt der Unterschied? Bei Binance habe ich auch Profite. Also bei Binance, ich weiß nicht, aber Sie können nur mit Trading-Plattform die Broker oder die Roboter machen die ganze alles für Sie. Die Binance ist nur, Sie können nur alleine arbeiten, oder? Nö, da kann ich auch MetaTrader 5 benutzen. MetaTrader, ja, aber arbeiten Sie mit einem Broker oder wie?
Viel mit Binance, ja? Da kann man ja auch anrufen, das ist ein ganz normaler Kundenservice. Also ich weiß nicht, das ist das erste Mal, was habe ich gehört jetzt. Und mit der Trading-Plattform geht immer so, ist die minimale Anfrage 250 Euro. Nee, das also ist das mit den 250 Euro, das ist nur so eine Masche von den ganzen Betrügern. Also ich weiß nicht, wenn sie haben mit die Betrüger oder etwas so mit einer Trading-Plattform, die minimale Anfrage ist 250 Euro. Also wenn sie wollen, sie können unsere Plattform sehen und sie sehen, was, wenn wir sind Betrüger oder nicht. Ja, dann sag ich mal sage, die Plattform, wie heißen die? Okay, sind sie in Google-Site? Mhm. Okay, können sie B wie Bertha? Mhm. A wie Anton? Mhm. N wie Notbolt. Mhm. K wie Katrin. Mhm. F wie Frank, French. Also ein F. F, ja, wirklich. Mhm. Eine X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Mhm. D wie Dora. Mhm. E wie Emil. Ja. .com. So, dann mache ich die mal auf. Okay, und Sie können BankFX Trade sehen. BankFX Trade, ja. Pünktlich. Also, diese ist unsere Plattform. Und Sie sehen, Sie können mit die Online-Banking eine Überweisung machen oder Sie können ein Konto und Sie können auch mit die Bankdaten normale Überweisung machen, also bei uns geht wie Sie wollen. Ja. Sie sehen, wo wir machen Trade mit Forex, Indizes, Silver, Gold, Platinum, also die ganze alles. Ja. Und jetzt ist wie Sie wollen, wenn Sie wollen ein Konto öffnen oder nicht. Also, wenn Sie wollen ein Konto öffnen, Sie müssen auch die Überweisung machen und ich lasse einen Termin mit unserer Broker für morgen. Mhm. Und wie Sie wollen. Ja. Wollen Sie ein Konto öffnen? Nee, mit Betrügern arbeite ich nicht. Okay, also, wenn Sie denken, wir sind Betrüger, ist Ihre Denke. Ja, habt ihr schon also, mal eure eigenen Google-Bewertungen gelesen? Nochmal bitte? Ob ihr eure Google-Bewertungen schon mal gelesen habt? Haben Sie? Ja, ich hab die auch. Sie sind auf jeden Fall eine Katastrophe. Mal davon abgesehen, ihr seid auch nicht registriert, ne? Und noch etwas anderes? Also, illegaler geht's nicht. Ja, okay, Sie denken, wir sind illegal. Naja, ihr seid ja nicht registriert, ne? Also, ich finde hier keine Lizenz. Ich weiß. Wollen Sie auch eine Lizenz? Ja, Sie haben ja keine. Also, wenn Sie wollen, wir können per E-Mail schicken. Ja, also, nicht wie Sie. Ja, Sie haben eine E-Mail hier, nicht. Keine Katze. Per E-Mail brauche ich nicht. Das gehört auf das gehört auf die Webseite. Also, die Webseite, Sie können bankfxtrade.com. Ja, da steht ja nichts. Also, nicht die welche Webseite get.com oder ja, .de. Ist genauso aufgebaut wie die ganzen anderen Betrüger-Webseiten, die es hier so gibt. Also, Sie denken, so ist mir egal. Ja, merke ich schon. Okay. Aber danke, ihr seid nichts auch anderes als Abzocker. Also, ich weiß nicht, was Sie denken, aber wir sagen, das wir sind hier zu helfen. Sie wollen nicht. Nee, ihr seid nicht da zum Helfen. Ihr seid dazu da, es um einfach den Betrug rund zu machen und damit die Leute überhaupt Geld einzahlen. Okay. Sie denken so, also ist mir geil und ich wünsche Sie einen schönen Tag. Ja, tschüss. Das wünsche ich nicht. Ja? Ja? Wer ist denn da? Gerold Steiner ist da. Ja, hier ist Gerold Steiner und da. Ja. Und dann, was? Ja, was denn? So, sagen Sie mir, was denn? Das will ich auch wissen. Hä? Was für ein Ding? Ach. So, ich wollte deine Stimme hören, so, deswegen rufe ich sie wieder an. Ach so. Ja, genau.
Ja. Bist schon wieder auf deinem Video. Ja. Aber wann werden Sie das posten? Na, so ungefähr in einem Monat. Eine lange Zeit, ja. Wir rufen noch viele Leute an hier. Aber wieso postest du es morgen vielleicht? Nee, morgen schaffe ich nicht. Morgen kommt ein anderes Video. Echt? Ein anderes Video morgen, ja? Ja. Genau. Ich warte dann. Aha. Tschüss. Ja, winke, winke. Betrüger. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit meinem Gerold? Ja, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Leon. Ich melde mich von der Firma Solidstock, weil Sie Interesse an unserem Online-Platform gezeigt haben. Na ja, fein, ja. Bitte? Ja, ja. Ja, ganz kurz bitte. Ja. Der Rio ist wieder dran. Ja. Ja, hallo, was denn nun? Hallo, hallo, hallo. Ganz kurz, haben Sie bitte Geduld. Ja, worauf soll ich mich gedulden? Ganz kurz bitte. Ja, warum? Worauf soll ich denn warten? Ich habe hier eine Nachricht mit Gratulationen. Ich werde kontaktiert, steht hier. We will be contact you very soon. Schönen guten Tag, Herr Steiner. Mein Name ist Michael Süssen von Bitcoin Profit. Ah, ja. Sie haben sich bei uns registriert, glaube ich. Glaube ich zweimal, ne? Das kann war sein. Das Wichtigste. Ja? Und Herr Steiner, wie dürfte ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht, ihr ruft mich doch an. Wie ach kann so, ich euch denn haben, Sie Fragen, haben Sie Fragen diesbezüglich? Hm. Also haben Sie schon Erfahrung oder ist das Neugebiet für Sie? Ja, ist alles Neuland. Ja. Okay, prinzipiell haben Sie die Möglichkeit, also völlig automatisch mit dieser Software zu traden, ja? Ah ja, prima. Sie würden dann... Ja, also diese Software ist ein Algorithmus, ja, der die vorausgegangenen Trades berechnet und eine Prognose für die Zukunft erstellt. Ja, und wenn Sie ein starkes Signal bekommen, eröffnet die Software einfach eine Position für Sie. Einfach so, ja? Ohne dass ich gefragt werde? Ja, natürlich, also das ist völlig automatisch. Ah ja, okay. Ja, natürlich, wenn Sie möchten, können Sie auch manuell handeln, ne? Ja. Also... Aber wenn Sie mit der Software handeln möchten, ja? Ja, nee, ich mag das schon, ich mag das, wenn man mich nicht fragt und das dann einfach macht. Das ist schon gut, ja. Ja, und die Software tradet hauptsächlich mit Kryptowährungen, ja? Mit Bitcoin oder so. Ja. Ja? Ethereum, Ripple und viele andere. Ja, dann... Und, ja. Ja? Und Sie bekommen auch Beratung und Anleitung, ne? Für die ersten Schritte, ja? Okay. Sie werden von einem deutschsprachigen Handelsexperten betreut und Sie könnten bei Interesse mit 250 Euro einsteigen. Ja, so einen nehme ich auch, ne? Ja. Ja. Sieht das interessant für Sie aus, Herr Steiner? Ja, ist spannend. Ja, wollen Sie Ihr Konto aktivieren mit 250 Euro? Ja, ja, klar. Ja, und wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Wir haben PayPal, wir haben Kreditkarte. Ich, was wäre interessant? Ich würde hier mal PayPal ausprobieren, ja. Ja, ich schicke Ihnen jetzt einen Link, ja, und das können Sie mit Leichtigkeit dann erledigen. Wie kriege ich den denn? Also ich schicke an Ihre E-Mail-Adresse einen Link jetzt, oh, ja. Ist das, ob das noch eine gute Idee ist mit E-Mail? Weil E-Mail dauert bei mir, ja. E-Mail dauert bei mir immer mindestens 10 Minuten, bis es da ist. Ach so. Also, ja, ja, also wir haben keine andere Möglichkeit, ne? Ich habe Ihre E-Mail. No. Ich habe zwei E-Mail von Ihnen, ne? Steinien.gerold. Ja. MDCFun. Ja. Und geroldsteine@mdcfun.de. Ja. Können wir machen, ja? Ja? Ich schicke an die beiden E-Mails den Link, ne? Und ich rufe Sie dann in einer halben Stunde nochmal an, ne? Das ist, können Sie in 5 Minuten erledigen. Ja, okay. Ist okay für Sie? Ja, klingt gut. Gut? Ja. Gut, ja, dann sage ich bis dann, ne? Ja. Bis dann, ne? Auf Wiedersehen.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Alex Ruiz ist mein Name, aus dem Hause Infintix. Mhm. Herr Steiner, mhm. Ich höre Sie doppelt. Mich hören Sie doppelt? Genau. Keine Ahnung. Habe ja noch gar nicht viel gesagt. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Ja. Daniel Lorenzo, Apparat. Grüße Sie. Ja. Herr Steiner, mhm. Ich habe gesehen, dass Sie ja bei uns ein Profil erstellt haben. Mhm. Können Sie mir bitte auf den Lautsprecher wegmachen? Nee. Weil ich höre, das ist nicht so gut, deswegen, ja. Nee, das kriegen wir nicht geändert. Aha, okay. Sie haben ja bei uns ein Profil erstellt. Mhm. Wie kann ich an Sie ja behilflich sein? Weiß ich nicht, Sie haben mich doch angerufen. Wie wollen Sie mir denn helfen? Genau. Ob Sie ja irgendeine Frage haben. Weil Sie haben ja nur den Profil erstellt, nach der Werbung, was haben Sie angeschaut? So, nee. Das, ich habe mich da erstmal angemeldet, ja. Und dann bin ich auf Toilette gegangen. Und dann? Ja, jetzt haben Sie schon angerufen. Okay, folgendes. Ja. Aber Sie waren ja einen Moment bitte. Was? Sie haben ja den Account geöffnet so gegen 9 Uhr. 9 Uhr 17. Doch. Ja. Ja, ja, ist richtig. Okay. Herr Steiner, mit was für einen Betrag würden Sie denn einsteigen? Was muss ich denn? Nee, es muss ja nicht, es ist ja hier kein Muss, sondern falls Sie natürlich hier weiter profitieren wollen, beziehungsweise sobald Sie natürlich hier handeln. Ja, das war ja das da, wo man hier so eine Million kriegen kann, stand ja da. Falls Sie Erfolg haben, ja, aber mit die Summe nein. Mit welcher Summe habe ich denn Erfolg? Erfolg? Es ist ja natürlich nur der Mindestbetrag von 250 Euro. Ja, da stand, da kann ich mit Millionen machen. Stand da in der Werbung. Es kann mal, aber sobald Sie natürlich, weiß nicht, was Sie ja natürlich jetzt handeln würden. Na, da stand garantiert. Garantiert mit 250 zum Millionär. Garantiert? Da stand garantiert, ja. Es steht ja natürlich die Garantie, dass für Ihres Geld ist. Herr Steiner, können Sie mir bitte wegtun von den Lautsprecher oder ich werde ja auflegen? Nee, ich habe ja nur, also ich habe keinen Arm, deswegen muss ich das auf Lautsprecher machen. Okay, dann haben Sie auch keinen Platz für hier. Hab Weil Sie werden ja natürlich verifiziert, nee. Warum nicht? Dann haben Sie ja, nee, dann haben Sie ja keinen Platz hier. Warum nicht? Ich, nee, Sie haben ja nicht die Möglichkeit hier, deswegen ja. Ja, aber warum? Weil Sie müssen ja verifizieren. Ja, kann ich doch trotzdem. Nein. Warum nicht? Bei uns, nee. Warum darf man mit, nur einem Arm bei Ihnen das nicht registrieren? Weil wir sind ja ein lizenziertes Unternehmen und da vor die Kamera und deswegen ja, haben wir natürlich hier Datenschutz, hier haben Sie nicht die Möglichkeit. Ich ja, bedanke mich kann ich doch aber trotzdem, kann ich doch aber trotzdem machen. Okay, machen Sie es dann irgendwo anderes bei uns bitte nicht. Oder können Sie auch ruhig irgendwo ein anderes anrufen. Wie meinen Sie das? Bitte für die Störung. Also wollen Sie mich nicht mitbetrügen oder was? Guten Tag, Alex Ruiz ist mein Name aus dem Hause Infintix. Ich spreche Gerold Steiner. Mhm. Wunderbar, ja, gerade eben war irgendwie die Verbindung weg. Ach so. Herr Steiner. Ja, da hat irgendwer anders denn angerufen und der hat mich angepöbelt. Okay, das weiß ich nicht. Ja, da meinte ich soll meine Mutter schicken und meine Mutter ist eine Hure und so. Alles klar, Herr Steiner, ich verstehe schon, ja? Hat irgendeiner angerufen oder war denn, weiß ich nicht, komisch am Telefon. Alles klar. Ja, und was kann ich jetzt für Sie tun? Umso besser? Ja, ich glaube ja. Okay, super. Dann versuchen wir bitte. Noch einmal. Jetzt höre ich Musik wieder. Hören Sie Musik? Ja, ich höre Musik und so mache ich auch nicht weiter, weil Musik hören nur Betrüger im Hintergrund. Moment mal bitte. Weil das habe ich bei YouTube gesehen. Da ist so ein Kanal und der erzählt immer, wenn da Musik im Hintergrund läuft bei einer Hotline, dann sind es Betrüger. Nein, nein, keine Musik haben wir jetzt. Doch, da ist Musik. Da ist immer noch Musik. Dann verstehe ich nicht. Wir haben jetzt keine Musik. Nee, aber bei Betrügern zahle ich kein Geld ein. Das mache ich nicht. Okay, dann finden Sie bitte einfach meine Nachricht, weil ich habe alles geschickt.
ja, wir sind keine Betrüger, wir arbeiten. Doch, ihr seid Betrüger und Abzocker. Nein. Doch, nein. Doch. Doch, nein, ihr seid Betrüger. Nein. Das hat er auf YouTube gesagt. Welcher YouTube gesagt? Na, bei YouTube hat das einer gesagt. Wenn da Musik im Hintergrund läuft, dann sind es Betrüger. Weil nur die Betrüger da im Ausland immer Musik anhaben. In Deutschland gibt es keine Callcenter, die Musik im Hintergrund anmachen. Das gehört sich nicht. Okay, wie Sie wünschen. Wir sind keine Betrüger. Doch. Ja, so können Sie dann doch. Meine... Lesen Sie bitte zuerst. Doch, ihr seid Betrüger. Kein Problem. Doch, ihr seid Betrüger. Okay. Nein. Doch. Es tut mir leid, dass ich so denken. Doch. Wer Musik im Hintergrund anhat im Callcenter, sind Betrüger. Immer. Das hat der auf YouTube gesagt. Okay, vielleicht werden wir noch einmal später reden. Ja, wenn Musik aus, dann seid ihr keine Betrüger mehr. Vielleicht. Ja, okay. Ich versuche später heute bis Nachmittag anfangen. Ja, aber dann ohne Musik. Ohne Musik, okay, kein Problem. Ja. Ja, dann verstehe ich nicht, warum. Ich höre keine Musik und sie sagen, dass sie so hören. Okay, ich versuche noch einmal etwas später in einigen Stunden. Ja, aber dann ohne Musik und ohne Verarschen. Ja, okay, kein Problem. Natürlich. Ja. Okay? Ja. Tschüss. Okay. Tschüss, du Betrüger. Mit deinem Vater, du kleiner Hundesohn. Oh. Hörst du jetzt auf oder soll ich vorbeikommen und deine Mutter ficken, du Bastard? Hör du jetzt auf, Mann. Ich werde nicht damit aufhören. Du Hundesohn, Alter. Warum? Bastard. Ich ficke deine Mutter. Wieso? Ist es doch nervig, dass da immer wieder was drinsteht bei euch? Könnt ihr dann keine anderen Leute betrügen? Außer deiner Mutter nicht, du Bastard. Und verpiss dich jetzt, hör auf, Anmeldungen zu machen, du Hundesohn. Nein, mach ich nicht. Ich werde mich noch ganz oft bei euch anmelden. Und zur Information, ihr könnt auch die Rufnummer sperren. Davon habe ich genug. Oh nee, das hat nichts mit der Rufnummer zu tun. Ich habe deine IP... Und wenn du so weitermachst, fahren wir zu dir nach Hause. Ja, dann lese mir mal die IP vor von dem VPN, die du da hast. Ist egal, ich habe auf jeden Fall eine IP von dir. Hm. Und die IP, die ich habe, werde ich zu dir nach Hause kommen und deine Mutter ficken. Hast du verstanden? Ganz du genau. Dann geh mal der IP nach. Tausend Anmeldungen machst. Ja, hier. Da kommen noch ein paar rein heute. Du kleiner Hundesohn. Ich habe heute jede Menge Zeit. Ganz viel Zeit, um euch die Zeit zu stehlen, dass ihr in der Zeit niemanden anderen betrügen könnt. Das kannst du nicht, du Bastard. Doch, das kann ich. Und wie ich das kann. Hallo, guten Morgen. Mhm. Bin ich verbunden mit Herrn Steiner? Mhm. Gerold. Mhm. Ich grüße Sie, mein Name ist Mario Scott. Ich rufe Sie von der Firma Finanze. Ja, Sie haben sich bei automatischer Software registriert. Mhm. Ja, hallo, guten Tag, Herr Stein. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Markus Hegemann von Golden Gates Global. Sagen Sie mir bitte, hätten Sie jetzt ein paar Minuten mit mir zu sprechen? Es geht um Finanzmarkt, also Börsehandel. Ja, wenn es um den Börsenhandel geht, dann hätte ich gerne, dass Sie als erstes die Diskothek im Hintergrund abschalten. Okay, also, Entschuldigung, jetzt hätten Sie ein paar Minuten, weil ich habe Sie nicht gehört. Schlechte Verbindung, ein bisschen. Ja, ich sagte Ihnen, Sie sollen die Diskothek im Hintergrund abschalten, dann können wir uns gerne miteinander unterhalten. Okay, entschuldigen Sie bitte, die Hintergrund, also jetzt ist es besser? Nö, die Musik läuft. Entweder ihr macht die Musik aus oder wir unterhalten uns hier nicht. Okay, einen Moment bitte. Einen Moment. Ja, Bewegung. Entschuldigung, ist es jetzt besser? Besser. Entschuldigung. Nee, kein Stück. Ich höre immer noch Musik. Also, wenn wir hier Geschäfte machen wollen, dann machst du jetzt die Musik aus. Aber also, pronto. Sofort die Musik aus. Was sagen Sie, warum? Musik aus. Warum schreien Sie? Entschuldigung. Weil es hier um Geldgeschäfte geht, da hört man keine Musik im Hintergrund. Oder was seid ihr für ein Lutscherverein? Musik aus! Aber pronto! Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Wilson, mein Name. Wilson, mhm. Ja, also, wir haben auch letzte Woche gesprochen. Hammer? Am Freitag, wir haben zusammen gesprochen. Okay. Ja. Kann ich mich nicht erinnern.
So, wir haben über die Trading gesprochen. Ah ja, über die Trading, ja. Hm. Ja. Und was war da so los? Ich bin da, wie ich habe gesagt, über die Trading sprechen, über die Trading reden. Ja. Ja. Und wie ich habe gesagt, jetzt einmal, ich weiß nicht, was wollen Sie zu machen oder etwas so, wo wir können die Profite machen und sowieso. Sie einmal sagen, ich habe Interesse, einmal sagen, ich habe kein Interesse mehr. Also ich weiß nicht, was passiert und was gegangen mit Sie. Mhm. Also ja, was kann ich für Sie machen? Weiß ich nicht, Sie rufen doch mich an. Was kann ich denn für Sie tun? Hallo? Ja, jetzt. Nochmal bitte? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Sie rufen mich doch an. Ja, also ich rufe, weil Sie haben die Anmeldung bei uns gemacht. Ja. Ja, und ich bin da zu helfen, Sie erst einmal und Informationen geben. Aha. Also ich weiß nicht, wie viel Informationen haben Sie über die Trading oder die Krypto einfach. Genau, weiß ich nicht. Aber was. Also. Was soll jetzt der Anruf bringen? Also, verstehe ich gerade nicht so richtig. Was ist denn jetzt das Ziel? Wie sage über die Krypto, lieber Herr. Ja, die Krypto habe ich verstanden, ja? Ja, was wollen Sie mehr? Oder die Indizes, wo Sie haben mehr Interesse gezeigt? Ja, weiß ich nicht, also. Was wollen wir denn jetzt machen? Weil wir haben die neue Pläne über die Shiba. Ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die Shiba. Was? Shiba Inu. Was ist das denn Shiba? Shiba ist eine Krypto, wo Sie können sehen, sie war vor einer Woche, sie war in die 22. Klasse, also jetzt ist sie in die 10. Ja, warte mal kurz. Also sie hat 100% Profit, mehr Profit. Eine halbe Stunde oder so anrufen. Nochmal wieder? Halbe Stunde bitte, danke. Okay, ja, hat gerade irgendwer anders angerufen. Ich habe da schnell weggedrückt. War gerade so interessant. Ja, weiter. Okay. Und Sie können beim Google gehen und Sie können über die Shiba. Können Sie wieder beim Google gehen und Sie können suchen Shiba Inu? Shiba? Ja, Shiba. Wie schreibt man das? Okay, also Sie können schreiben S wie Siegfried. L. S wie Siegfried. Ein F? Ja. F. Ja. Gerade war es noch ein L. S wie Siegfried. Ein F. Haben Sie geschreibt? Nee, ich verstehe nicht den Buchstaben. S, lieber Herr Siegfried. Ach, ein S, ja. Ein H. Ja. I wie Ida. Ja. B wie Beta. Mhm. A wie Anton. Ja. Also, I wie Ida nochmal. Ha. N wie Notball. Ja. U wie Ulrich. Ja. Also, Sie können suchen, Shiba Inu Investing. Ja, und? Ja, und Sie können sehen, die Prozent, wie sie hat, einfach die läuft. Aha. Also, Sie können sehen, heute ist plus 13,45% oben gegangen. Also, in einer Woche sie ist plus 190,61% hochgegangen. Ja, und? In dieser Woche. Und das bedeutet, Sie können beim die Kryptoinvestitionen machen. Also, Sie können die Profite machen. Sie ist jetzt 0,402940. Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, welche Reihe mich jetzt überzeugen soll. Nochmal bitte. Ich sagte, ich habe noch nicht so ganz verstanden, welcher Teil mich jetzt überzeugen soll. Also, ich will über die Shiba Inu zeigen, wo Sie können nur
Operationen mit die Schieber machen. Aha. Ja, und sie geht nur oben diese Woche. Ist der Job eigentlich manchmal auch nervig? Ja, also wir können die Operationen für sie machen. Operationen? Ja, natürlich. Die Operation ist zum Beispiel Geld was? Gegen Shiba, Shiba gegen Bitcoin und sowieso. Aha, und sowieso. Okay. Ja, das heißt die Operation. Die Profite einfach heißt die Operation bei unserem Broker. Aha. Ja. Ja. Und für das, ich habe zum Sie gesagt, Sie können Investitionen machen über die Shiba. Shiba Inu. Über einen Shiba. Ja, also ja, ein Shiba nutzt man bei uns anders. Also, es ist wie die Bitcoin in die erste Jahr. Zum Beispiel, wie war Bitcoin 0,008 Dollar? Es ist jetzt 0,4 mal 0,29 Dollar. Ja. Ja. Und für mich, es geht viel hoch. Viel hoch. Also eine lange Zeit. Also die lange Zeit bedeutet 3 Monate, 4 Monate, also wenn zum Beispiel Sie können, kurz Moment, die Shiba ist jetzt 0,00029 Dollar. Also wenn Sie machen eine Investition von 500 Euro zum Beispiel, 500 Euro. Wie viele Abschlüsse machst du so am Tag? Nochmal wieder. Die Frage war, wie viele Abschlüsse du so am Tag machst? Ich? Hm? Also die Broker macht für uns, also die Chefin und die Broker. Die Finanzabteilung macht die ganze alles. Ich bin da nur Informationen geben und Investitionen machen, also die Konto öffnen. Aber wie und ich habe gesagt... Das halt einer was ein bei euch? Nochmal diese... Ja, ja, mach mal weiter. Ja, okay, also Sie können zum Beispiel, wenn Sie machen eine Investition mit 500 Euro, also... Ja, ja. Ja, und nun? Und kurz Moment, ja, ich mache die ganz alles. Aha. 500 Euro. Mhm. 0,00029. Sie können 179, ja. Sie können 1 Million Shiba. Also zum Beispiel, wenn Sie haben 1 Million Shiba und Sie geben 0. Wenn Sie, es gibt weg eine 0, es ist mit 4 0, Sie können, wenn Sie gibt mit 3 0, Sie können 5000 Euro zum Beispiel haben für einen Monat. Mhm. Gibt es da Menschen, ja, die da durchsteigen? Also 5000 nicht pünktlich, aber Sie können 4079 100. Ja, also die Broker mag die ganze alles und sowieso, ich weiß nicht, wenn sie wollen Investitionen machen oder ne. Und das ist alles, weil sie haben die Operationen, die Anmeldung gemacht, also die Operationen machen wir, sie machen die erste Investitionen und sie nehmen die Angebote von uns. Und okay, sowieso, es geht einfach. Mhm. Also sie können nur sagen bei mir, wenn sie wollen und oder wenn sie wollen nicht. Ja. Weil das ist die zweite Woche, wo ich habe mit sie angesprochen und sie haben gar nicht antwortet mir, wenn sie wollen Informationen mehr oder wenn sie wollen mehr nicht. Ja, aber bis jetzt habe ich ja noch keine Informationen bekommen. Bis jetzt habe ich ja nur Blabla gehört. Also sie haben die ganze Informationen gehört, wo sie haben gewollt. Also sie haben bei mir die Informationen also das genommen die über Informationen. Die Shiba, die Bitcoin, die ganze alles, die Krypto ja. Einfach. Ja, das waren jetzt hier die ganzen Informationen. Also die ganze Information, wo Sie wollen mehr. Also wir nehmen die erste Information, wir nehmen die eine Option. Und da gibt es ja, wirklich Menschen, die da bei euch Geld einzahlen nach der Erklärung? Also die Option von uns ist bei Shiba.
die ganz alles, die neue Kunden werden immer haben, diesen Monat einfach. Wir haben gesagt, sie müssen in die Shiba Investitionen machen, weil es ist, es gibt. Also ich habe jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden, weswegen ich jetzt da investieren soll bei euch. Also, lieber Herr, der Shiba geht hoch. Ja, der Shiba geht hoch. Ja. Also und normalerweise geht der Hintern hoch und dann geht der Shiba drunter. So funktioniert das eigentlich. Also, wir haben die ganzen Informationen, wenn sie Shiba, wenn die Shiba geht unter oder geht oben. Also, wenn sie geht unter, wir machen die Stop-Operationen. Und wir machen die Investitionen von Shiba, wir machen zum Bitcoin oder Dogecoin, Ethereum. Wenn der Shiba untergeht, würde ich die Operation auch abbrechen, ja. Also, lieber Herr, ja. Ich sage nochmal, wie es läuft bei den Operationen. Also wir öffnen eine Operation zum Beispiel. Ja, richtig, bei einer Operation öffnet man jemanden, das ist richtig. Wir machen die Operation 200 Euro beim Shiba. Und 200 Euro, es geht mit 5000 Shiba. Und wenn sie Shiba geht unter, wir stoppen die Operation, also wir machen einen Stopp und wir nehmen zurück unser Geld, also 200 Euro wir nehmen zurück und wir machen die Investitionen von Shiba in die Dogecoin oder in eine andere Krypto. Oder in dieses Gold, Metall, Öl, die ganze alles. Aha. Ja, und wir machen die Profite. Wir wollen nicht Geld verloren. Wie sie, wie uns. Aha. Ja, also wir sind hier zu Geld machen. Geld profiten und einfach wir leben die Geld. Wir leben für Geld und wir wollen die Geld. Okay. Ja, okay. Und wie ich habe früher gefragt, wenn Sie wollen eine Investition oder wenn Sie wollen mehr Informationen oder wo Sie wollen die Informationen, das habe ich gefragt. Aha. Ja. Ja, also Sie können mir fragen, wenn Sie wollen Informationen. Wenn Sie wollen nicht, meine Frage ist, wollen Sie Investitionen machen oder nicht? Ja, wo sind denn Sie reguliert? Also, wir sind reguliert, natürlich, weil Sie haben diese Anmeldung gemacht, lieber Herr. Ja. Und ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die MetaTrader 4. Ja, aber... Oder MetaTrader 5. Wo sind Sie denn jetzt reguliert? Wo wir sind. Die Regulation, wo? Unsere Regulation. Ja. Also, wir sind die Partnerschaften mit die Instagram, ach, Facebook. Über Instagram sind sie reguliert. Ja, nee, dann müssen wir da einfallen. Das bedeutet, ja. wir haben eine Lizenz reguliert. Ja. Also, wir nehmen die Informationen von Wall Street. Ich weiß nicht, wenn Sie haben die Informationen, was Wall Street ist. Ja, jetzt haben sie mich gekriegt, ja. Wo soll ich überweisen? Also, nochmal bitte? Wo soll ich überweisen? Also Sie können, wo Sie wollen, Sie können mit die eine normale Überweisung machen, Online-Banking. Ja, hallo? Ja, ich bin da. Ja? Online-Banking, wir benutzen Online-Banking, normale Überweisung. Sie können nur mit die Bankdaten beim Bank gehen, Investitionen machen und wir öffnen die Operationen. Ihr nehmt ja keine Kreditkarten. Nochmal bitte, wie ich habe gesagt, wir benutzen die Online-Banking. Ja, aber keine Kreditkarten. Kreditkarten, natürlich, Visa, Mastercard. Ja, dann nehme ich eine American Express. American Express? Mhm, ja. Okay, kurz ja. Moment bitte. Mensch, das hat mich jetzt überzeugt, ja. Das, So, ist da jetzt noch einer, weil ich wollte jetzt schnell überweisen. Ja, es ist schon da, unsere Finanzabteilung macht das schon für Sie. Ach so, da muss ich jetzt gar nichts mehr weitermachen. Ja, warum wollen Sie nicht weitermachen? Nee, ich hab doch jetzt gefragt, dann muss ich nichts mehr machen, oder wie, wenn die Finanzabteilung alles macht? Also, die Finanzabteilung schickt bei Sie die amerikanische Express und Sie können die Überweisung machen, okay?
Ja, dann mach mal. Schick okay, mal wir wollen Sie beim E-Mail schicken. Nee, keine E-Mail. Ich brauche jetzt hier irgendwie so ein Krypto-Wallet oder so, wo ich mein Geld reinschmeißen kann. Wollen Sie mit Krypto-Wallet? Ja, ja, genau, weil hier okay. So Moonpay oder so, das machen die ja alle so, weil da kann man ja das Geld am schnellsten dann loswerden. Ja? Ja, ja, ich bin da, kurz Moment. Ja. Aber nicht so lange, weil das ist blöd. Natürlich, ich habe auch keine Zeit. Ja, ja. Zeit verlieren wollen wir hier nicht. Also, Instagram, da hättest du mich dann sofort, ja. Das klingt gut. Ja. Bei Instagram reguliert. So, was ist denn jetzt mit der American Express? Können wir die jetzt? Es kommt jetzt. Ja, kommt. Jetzt wird's spannend. Die American Express. Hallo, ist da noch jemand? Hallo, höre ja. Ich? Ja, ich höre Sie, ja. Sie sind dran. Hallo. Hallo. Herr Katzer? Ja. Sind Sie da? Ich bin dran. Sind Sie auch dran? Oh, Herr Sven, ich höre nicht. Hallo? Herr Sven, können wir... Okay, komm bitte. Hallo? Also, ich höre nicht Herr Katzer, Mann. Warum nicht? Kurz Moment. Ja. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja. Hören Sie mich auch? Mach nicht. Hallo, Herr Katzer? Ja, ich bin dran. Oh, Jay, Herr Sven, was muss ich machen jetzt? Ja, Moment, ich probier wo noch soll mal. Ich denn jetzt mein Geld überweisen? Nur erzählen. Hallo, Herr Steiner? Ja. Vielleicht, er hat gestürzt. Tja, so wird das nix. War das nicht gerade Herr Katze? Tja, wenn du nix sagst, dann wird das nix. Müssen wir mal auflegen. Hallo? Ja. Oh, hallo? Ja. Herr Katze? Nun sag mal hier mit der American Express, wo kann man da jetzt? Herr Weber? Komm bitte her. Ja, genau. Okay. Ich probiere nochmal mit Herrn Steiner. Ja. Okay, probiere nochmal. So, kommt da jetzt noch was, oder? Ja, Herr Steiner. Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, okay. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie, ja. Okay, ich probiere nochmal, ich weiß nicht, was passiert mit unserem Apparat. Kurz Moment, ich probiere nochmal, okay? Oh. Ja, hören Sie mich jetzt? Ja. Okay, super. Also unsere Finanzabteilung ist da und der mag die amerikanische Express für Sie, okay? Kurz Moment, nur eine Minute Zeit, bitte. Ja, aber dann müssen wir dabei reden. Wir können reden, also. Ja, macht der Job da ja, Spaß? Natürlich. Menschen abzocken? Ja. Also, warum macht man sowas? Wir haben eine Finanzabteilung mit einem Broker, Finanzexperte einfach. Mhm. Und der macht nur die Bankdaten und die ganze alles für sie. Ja. Und warum zockt ihr die Leute ab? Also, wir sind mit 4 Personen. Ist meine Sekretärin, die Elena. Und unsere Finanzabteilung und Herr Sven, wo Sie haben früher gesprochen mit dem. Ja, aber ist doch nicht anständig. Ja, also, wir haben die Kunden und wir müssen 2 Personen arbeiten. Ja, aber willst du denn nicht was Seriöses suchen? Irgendwie einen anständigen Job? Nochmal bitte? Ja, willst du dir da keinen anständigen Job suchen? Irgendwas Seriöses. Gibt doch seriöse Arbeit. Nicht nur so ein Kack. Ja, du musst schon was sagen. Kurz Moment bitte. Nee. Jetzt erzähl mal. Man kann doch nicht zufrieden sein mit so einer Arbeit. Ist doch nicht erfüllend sowas. Ja, okay. Wir machen das schon. Kurz Moment. Na. Ja, aber was bringt dir das jetzt her, Ist doch nicht seriös, sowas. Wen wollten ihr damit überzeugen? Tja, und da kommt jetzt wieder nichts, oder wie?
Tja. Naja, wenn du mit der Meinung bist, du willst deine Leitung da weiter verschwenden, gut, dann machen wir das so. Also, sind Sie noch da? Ja. Okay, wir machen das Street by Street ab. Keine Sorge, bitte. Also, Entschuldigung für die Zeit, weil die Finanzabteilung, die Elena macht so langsam. Oh, Elena. Oh, Elena, Elena. Mach das schneller, bitte. Okay. Soll das irgendwie witzig sein oder so? Nein. Keine Sorge, keine Sorge. Also, dir ist schon bewusst, dass ich absolut an deiner Intelligenz zweifle, ne? So, ich liebe dich, weil sie sind so intelligenter. Ja, das ist, denke ja, ich wirklich, mal, da, sie sind die erste Kunde, wo sie haben so viel gefragt. Mhm. Aber, da fragt uns keiner? Ich habe Antworten für die ganze Frage. Ja, irgendwie nicht. Aber fragt da sonst keiner nach bei dem Scheiß, den ihr da macht? Finden das alle seriös? Ich glaube nicht. Wie viel legen denn da so auf? Lieber Herr, ich habe so viel Kunden und sie haben auch mir gefragt, wenn wir sind seriös oder nicht. Aber wenn sie haben gesehen, die Operationen mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5, also sie haben gesagt, oh Jay, okay, danke schön für ihr Geld und so. Also, Herr. Ja, dass da bei euch nicht, keine Umsätze denke, bei rauskommen, das ist ja, denke ich mal, logisch. Kopf. Ja? Ja. Ja, nu? Findet ihr das jetzt da gut, oder? Weiß ich nicht, was hat denn das jetzt hier für einen Sinn? Nochmal bitte? Ja. Was haben Sie gefragt? Ja, ob du dir nicht mal einen anderen Job suchen möchtest, irgendwas Seriöses. Also, ha, die viele Leute haben mir gefragt, wenn wir sind seriös. Ich habe das schon mal gesagt. Naja, aber nicht irgendwie seriös beantwortet. Aber Sie haben gesehen mit den deutschen Bankdaten und nicht mit einer ausländischen oder etwas so. Mhm. Und ich weiß nicht, was Sie denken in Ihrem Kopf. Naja, aber wenn die Kunden haben Sie gesehen, die Operationen, wo sie haben die Profite 20 Euro, 30 Euro pro Tag gemacht. Sie haben gesagt, oh, okay, danke und sowieso. Ja, wie viele Leute glauben euch denn den Quatsch? Weil wir machen die ganze alles für die Leute. Vielleicht für das. Ja, ihr behaltet und die Kohle, das die ist ja klar. Wir nehmen die ganze Anbote. Ihr zahlt ja nichts also, aus. Also wir arbeiten klar. Mit die WhatsApp auch. Ja, aber ihr zahlt ja nichts aus. Das ist ja schon mal Fakt. Lieber Herr, Sie können nicht in einem Büro zurück anmelden, also zurück anrufen. Ja, das ist aber ja das Problem, richtig. Aber wir benutzen die WhatsApp, wo die Kunden können ja, uns das ist anrufen. Ja Quatsch, über WhatsApp kann man euch ja nicht zurückverfolgen. WhatsApp, lieber Herr, WhatsApp ist die erste App in die ganze Europa. Hä? Nee, WhatsApp ist nicht die erste App in Europa. Ha, kennen Sie, was WhatsApp ist oder nicht? Ja, wer weiß nicht, was WhatsApp ist. Das weiß, glaube ich, jeder. Aber trotzdem, bei WhatsApp weiß man auch ganz genau, dass man die Leute nicht rausfindet, die am anderen Ende sitzen. Und dass die Telefonnummer, die ihr da benutzt für WhatsApp, dass die auch nicht stimmen muss. Da kann man irgendeine Prepaid-Karte nehmen. Also, lieber Herr, die WhatsApp ist nur eine App, wo Sie können, wo die Kunden können bei uns anrufen. Weil diese Telefonnummer ist von unserem Büro. Und die WhatsApp ist immer bei Elena und Elena sieht die ganze SMS. Genau. Ja, für das ist die WhatsApp. Also, lieber Herr, wenn Sie wollen, anfangen mit uns, okay. Wenn Sie wollen nicht, können wir wieder das sagen. Also, Herr Wilson, ich will nicht mehr reden und ich will nicht mehr mit dem Trading Interesse haben und sowieso. Weil einmal Sie machen eine Anmeldung, Sie fragen, Sie haben auch Informationen, Sie nehmen Antworten und Sie sagen, ich will oder ich habe keine mehr Interesse. Also ich habe auch keine Zeit zu tun, ich habe auch keine Lust mehr. Ja, aber wenn dem so wäre, warum telefonieren wir denn so oft? Weil Sie sind in einer
Quatsch. Verstehen Sie? Sie sind nicht ja, Sie sind nicht nein. Hm. Ja, und Sie müssen eine Antwort geben. Nö. Sie wollen nicht. Ja, wo muss ich denn eine Antwort geben? Ich muss niemandem irgendeine Antwort geben. Weil Sie müssen eine Antwort geben, weil ich bleibe nicht nur mit Sie, weil ich habe zu viel Kunden. Also, ich stelle mir wirklich die Frage, wie viel du überhaupt von dem verstehst, was ich sage. Weil einerseits wirkt das manchmal so, als wärst du intelligenter, als du klingst, meistens aber dann doch nicht. Lieber Herr, ich will nicht bla 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 quatschen und schlechter sprechen. Also, ich bin da zu informieren über die Trading. Nee. Ich bin für das hier. Nee, du bist da, um die Leute zu betrügen und zu bescheißen. Also, lieber, ich habe vielmal gefragt. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Das weiß ich nur nicht. Oder Informationen? Ja, Informationen nehme ich immer gerne mit, wenn die gratis sind und nichts kosten. Der deutsche Bürger mag ja kostenlos, ne? Es haben keine kostenlos. Also, Sie müssen sagen mir, wenn Sie haben nicht Interesse zu Trading machen, ich kann die Informationen nach dem 6 Uhr geben. Also nach dem 18 Uhr. Hä? Wenn Sie wollen nur Informationen haben und nicht Trading machen, ich kann mit Sie nach dem 18 Uhr sprechen. Naja, wenn Sie wollen Trading machen, ich kann von 9 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend sprechen mit Sie. Und danach redest du mit mir über den Betrug? Oh, Herr Sven, was passiert mit deinem Mann? Nochmal wieder? Hä? Was ist, der sagt immer Betrüger, ich habe das, ich habe das. Ja. Okay, ich frage normal, aber... Ja, du musst ein bisschen lauter, das leise jetzt. Auf der Aufnahmekacke sonst. Ich habe 100% Angebot gegeben für das. Aber ich muss. Okay, 75. Aber ich habe, weil da ist so skeptisch, ich weiß nicht warum. Ja, wer ist denn da nicht skeptisch bei eurem Angebot? Glauben ich das Leute einfach so? Also, wenn da ist so skeptisch, ich weiß nicht, ich habe gesagt, warum das nicht. Ich habe auch 100% Angebot gegeben. Mhm. Okay, ich frage. Herr Steger? Was? Herr Steger, komm bitte. Okay, mach die ganze Zeit die Bankdaten für die Herr Müller, ja. Okay, schick. Herr Katze? Ja. Sind Sie noch da? Mhm. Okay, also, ich frage für die letzte Mal. Was wollen Sie von uns? Und sag mir bitte, wenn Sie wollen Trading machen oder nicht. Ja, die Antwort auf die Frage ist, ich würde gerne mehr über den Betrug wissen. Wir sind nicht Betrüger. Nicht? Wir sind nicht Betrüger. Aha. Ja, das ist ja die Antwort. Interessant. Ja, und ja, für was haltet ihr euch dann, wenn ihr euch nicht für Betrüger haltet? Ich will nicht mehr antworten, weil Sie denken, wenn wir sind Betrüger, also ich habe die Antwort, wo wir sind nicht. Und ich weiß, wenn meine Frage ist, wollen Sie Trading machen oder nein, lieber Herr, guter Mann. Ja, aber dann könntest du mir doch auch sagen, wenn ihr keine Betrüger seid, wo ihr genau reguliert seid und dann könntest du mir auch die Nummer dazu nennen. Also, Sie haben unsere Seite und Sie können sehen da. Wie heißt denn die Seite? Unsere Seite ist BankFX Trade, also ich habe viel mal gesagt für Sie. Ja. Sie haben gesehen, Sie haben gesagt, das ist nicht lizenziert, lieber Herr. Also, wo hier steht mit einer Lizenznummer, Sie können beim Visa, Mastercard, Wiener Transfer, Maestro oder wo Sie wollen, die Investitionen machen. Ja, habe ich also ja gesagt, wir machen mit den Bankdaten und mit die ganze alles, mit normaler Überweisung, Online-Banking. Also Sie können bei mir DCS, Forex, Krypto, Investitionen machen. Also beim Bonds auch, Kommanditien, beim die ganze alles. Sie wollen nicht. Es ist dein Job, lieber Herr. Mhm. Ja.
Ja, dann, so, dann nehmen wir die American Express Karte. Die American Express Karte? Ja. Aber machen Sie mit das oder nein? No, oder ja, machen Sie Spaß? Nein, nein, die nehmen wir dann, die American Wirklich? Express Karte. Ja, na klar. Versprochen mir? Nee. Nee. Aber Sie sind eine Lüge. Sie sind eine Betrüger, Mann. Ich? Du, ja. Hm. Du. Ich. Deine Kopf. Mhm. Interessant. Lieber Herr, ja. Kennen Sie was? Was denn? Kennen Sie etwas? Ich habe so viel Geld. Mhm. Wo Sie denken nicht, wie viel habe ich, liebe. Ja, ich sage mal so, wenn du viel Geld hättest, dann würden wir beide nicht miteinander reden, denke ich mal. Also, ich will nicht mehr mit Sie reden, okay? Ach, das ist aber schade. Wirklich, ich will nicht mehr, weil Sie sind eine Betrüger, Sie sind eine... Hm. Ich weiß nicht, was Sie sind, lieber. Was ist denn das schlimmste Schimpfwort, was du kennst? Ich weiß nicht, weil Sie immer lügen, immer fragen nur wie eine Dumme. Ja, aber wenn du das jetzt wirklich? Erst, wenn du das Sie jetzt erst eine checkst, Dumme, Mann. Ich meine, wir telefonieren hier locker schon fünfmal. Wenn du das jetzt erst checkst, mir egal. Dann ist da irgendwas an deiner Intelligenz kaputt, glaube ich. Es ist mir egal, lieber. Ja? Ja, und wie ich sage, Sie können Trading machen, Sie haben Frage. Das ist, ja. Es hat keine Lust. Warum nicht? Ja, es hat keine Lust, weil Sie können Geld machen, ja. Aber Sie machen Frage. Ja, aber darf man denn nicht fragen, wenn man da irgendwo Geld investieren aber möchte? Die Mann wollte nicht 13 Minuten fragen. Ja, und? Wo ist das Problem? Sie haben, ich meine, ich denke, du rufst an für eine Beratung. Lieber, wir haben zusammen 37 Minuten gesprochen. Ja, schon mehr sogar. Also, nur heute, wir haben 37 Minuten. Ja, und für 37 Minuten gesprochen, Sie haben nur die Frage gemacht. Ja, wo ist jetzt das Problem? Ich meine, wenn aber ich irgendwo Geld reinstecke, kann ich doch mal was fragen, oder nicht? Sie wollen nicht Geld machen, lieber. Nee. Sie wollen nicht Geld machen, Sie haben mehr Antworten. Also wollen Sie mehr Antworten. Hm. Sie wollen nicht Geld. Ja, ich möchte ja erstmal hätte ich ja gerne meine Fragen beantwortet. Aber... Hören Sie mich? Jetzt nicht mehr so wirklich, nee. Yep. Ja. Okay. Weiber. Herr Weiber muss mit den anderen Kunden sprechen. Oh, Herr Weiber. Und, also, wie ich habe gesagt, Sie wollen nicht Geld vielleicht? Ja, ich doch. Ich schon. Will. Ja. Also, ich habe, aber ich will mehr. Ja. Sind Sie auch wie mir? Hm. Also, Sie haben, aber Sie wollen mehr. Ja, vielleicht, ja. Ja, vielleicht, natürlich. Ich habe zu viel und ich will mehr und mehr. Warum nicht? Ja. Ja. Und für das, ich habe gesagt, wir sind hier, also Geld machen einfach und nicht so viel reden. Also wie ich habe in die erste Telefonie mit Sie, ich habe gesagt, ich habe nicht schöne Worte, ich habe eine gute Arbeit. Mhm. Und ich habe die Operationen für Sie gegeben, über die Stadt zum Beispiel. Ich habe nur mit den pünktlichen Kunden gegeben, diese Operationen. Also diese Investitionen. Ja. Ja, also Sie können Investitionen machen und wir machen die Operationen für Sie. Hm. Wir haben auch die Profite wie die ganzen Leute. Also, ich mache diesen Job für Spaß, weil es gefällt einfach. Manchmal ist es so langweilig, weil die Kunden... wollen nicht, oder ich weiß nicht, sind so skeptisch. Aber wenn ja, ich mache die Operation, ja ist es skeptisch sein, ganz ne? Super. Hm. Und jetzt bist du da im Treppenhaus, oder was ist das da jetzt für ein Krass? Es ist eine Puff. Oh, okay. Und du hältst dich selbst für seriös. Also, lieber, ich kann nicht seriös, weil Sie machen Spaß mit mir. Ja, aber ist ja kein Grund, dann unseriös zu werden, oder?
Also, liebe, wie ich sage, Sie machen Spaß mit mir. Sie haben 2 Wochen, wo Sie machen Spaß. Ja. Ja, und Sie machen Spaß und ich muss seriöser sein, ne? Ich bin auch ein Mensch. Ja, aber eine Firma hat sich immer seriös zu verhalten, oder nicht? Sie fragen oder Sie sagen für meine Firma. Ja. Genau. Okay. Elena, komm hier bitte. Ja, geh bitte beim Sven. Gibt's die überhaupt? Ja, und frag für die andere Bankdaten. Okay, mach das. Und? Also, Herr Katze. Oder Herr Steiner, wie Sie wollen. Gerold Steiner oder kleine Katze? Ja, ist beides richtig. Für mich ist besser Katze, weil Sie gefällen so viel diesen Namen Katze. Mhm. Hä? Ja. Es ist sehr, sehr schön. Oh, liebe, liebe. Elena, ruhig bitte. Und ich weiß nicht, was kann ich für Sie machen. Ich habe zu viel mal gefragt, wenn Sie wollen etwas oder wenn Sie wollen nichts. Ja, wir können ja morgen vielleicht nochmal eine Runde telefonieren. Nein, ich war gar nicht mehr telefonieren mit Sie. Nein. Nee? Nein, weil Sie machen Spaß mit mir, weil wenn Sie wollen Informationen, ich kann für eine Stunde die Informationen geben, aber wir haben mehr als 5 Stunden gesprochen und Sie wollen gar nichts. 5 Stunden haben wir schon gesprochen. 5 Stunden? 1 Stunde, wir haben nur heute gesprochen. Ja, möglich ist das schon, ja. Ja, also? Ihr müsst mal ein bisschen was tun für euer Geld, nicht immer nur fordern. Also, ich arbeite für die ganze, nicht nur für mein Geld, also ich arbeite auch für Geld für unsere Kunden. Ja. Elena, gib mir bitte ein Wasser, ja. Eine normale. Ja. Und Katze, ja. Mhm. Was kann ich für Sie machen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich bin auch so müde, so langweilig. Ja, mittlerweile schon, ja. Aber wir können ja morgen nochmal sprechen. Dann kann ich mir vielleicht bis morgen was Lustiges ausdenken. Also, wir müssen mit den Terminen sprechen. Aber versprochen mir, was Sie machen, morgen nicht Spaß. Ja, versprechen kann ich das nicht. Aber warum können Sie nicht? Weil wenn Sie haben Interesse, Sie können versprochen machen. Ja, wenn du mir versprechen kannst, dass ihr ein seriöses Unternehmen seid. Ich, wo Sie wollen. Ja, dann sag mal die Nummer. Dann sag mal die Buffennummer oder wo auch immer. Also. Ich kann versprechen, wo Sie wollen. In meiner Tochter, in meiner Schwester, wo Sie wollen. Sag mir, was Sie wollen. Ja, das wird jetzt gruselig. Erzähl einfach mal die Nummer. BaFin-Nummer oder sowas. Nochmal wieder? Ja, die BaFin-Nummer. Die Lizenznummer? Ja, die Lizenznummer, genau. Oh, super. Ich schicke sie, Mann. Nee, sag mal. Kurz Moment, ich muss... Ja, das ist das letzte Mal schon aufgelegt an der Stelle. Über die Stelle kommen wir ja irgendwie nicht drüber hinaus, über die Registrations-ID. Na? Kurz Moment. Ja, das war das letzte Mal genauso. Dann habe ich gewartet und dann hast du aufgelegt und dich nicht mehr gemeldet. So, also, wie lautet jetzt die Regulation-ID? Kurz, ich mache das, Lizenz. Ja. Und ich schicke per E-Mail, oder? Ne, einfach mal sagen, dann gucke ich hier gleich direkt. Wollen Sie es besser mit E-Mail? Nein, E-Mail dauert mir zu lange jetzt. Sag mal. Na? 530728 ist unsere Lizenznummer. Hm. Ja, und bei wem? Ja, schlecht 24. Aha, ja, genau. Also irgendwie nicht, ne? Tja. Ja, wollen Sie noch etwas? Ja, ich hätte gerne die echte Regulationsnummer und nicht irgendeine erfundene. Also, ich habe gesagt, unsere Lizenznummer und was Sie wollen mehr, können Sie mir sagen, bitte jetzt. Ja. Sie wollen gar nicht mehr. Es ist ja keine richtige Lizenznummer.
Es ist nicht die richtige. Nee, ist sie nicht. Oh, was, wer sagt, der macht Spaß mit mir, als wenn. Hm. Ich weiß nicht, er ist so skeptisch. Ja, ist ja, glaube ich, liegt ja auf der Hand, warum man hier skeptisch sein sollte, weil ihr die Leute verarscht. Herr Katze! Ja. Sie machen Spaß mit mir, ja? Ich weiß. Das Problem ist, dass das, was ihr da tut, kein Spaß ist. Das nennt man Betrug. Aber wenn er. Wer ist denn der Betrug? Ich verspreche Sie, Mann, in meine. Also, Schwester. Du hast mir jetzt seit. Oder in meine Bruder, wenn Sie wollen, weil die da nur 7 Jahre ist jetzt. Ja, ja. Das Problem ist, dass die Nummer einfach mal nicht stimmt, die du mir da nennst. Du sagst mir nicht, also, wo ihr reguliert seid. Wenn Sie können, deine E-Mail oder. Ich kann bei. Ja, was ist, denn, schicken, was ist denn da bitte schön anders? Sie können die Lizenznummer und was Sie wollen. Ja, was ist denn da anders? Was ist da anders dran? Sag mir doch einfach die Nummer durch, wo genau ihr reguliert werdet, und dann kann ich das ja prüfen. Okay, kurz Moment. Ja, genau. Ja. Herr Katze? Ja. Oder Herr Steiner? Ja, kannst du dir aussuchen, ist ja egal. Wie Sie wollen zum Beispiel. Kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Nein, nicht gleich, nicht gleich. Wie Sie wollen. Steiner oder Katze? Ist mir egal. Also, ihr pünktlicher Name ist Steiner, aber Sie wollen Katze. Ja, wie ist denn jetzt eure Regulation-ID? Und wo genau seid ihr angemeldet? Sie wollen die Regulation-ID? Ja. Was soll diese Frage von Josi? Hä? Herr Steiner? Ja. Also ich habe die ganze alles hier für Sie und ich kann per E-Mail schicken, okay? Nö, einfach mal durchgeben jetzt, damit ich die gleich durchsuchen kann. Nein, Mann, wir schicken per E-Mail, was machen Sie jetzt? Ja, nicht Sie E-Mail. Machen Spaß. Nein, ich will die Regulation-ID, nicht E-Mail. Herr Katze, kurz Moment bitte. Nee, jetzt nicht noch einen kurzen Moment, jetzt sagst du mir die Regulation-ID. Na? Was na, Mann? Na, Regulation ID. I know. Raus damit. I know. Habt ihr nicht, ne? Ich habe die ganze alles. Liebe. Ich habe die ganze alles. Ich habe sie gesagt, ich kann per E-Mail schicken. Sie wollen nicht. Das war ja nicht die Nummer, die du mir durchgegeben was hast. Was kann ich für sie machen? Was? Sag mir, was kann ich für sie machen? Du könntest mir sagen, wo ihr registriert seid. Oh. Oh, lieber Herr, ich schicke per E-Mail. Nein. Verstehen Sie das? Nein. Tja. Elena, was passiert? Okay. So ist das halt, ne? Schon scheiße, wenn man das Geld nicht bekommt. Nein, ich bleibe nur hier vor einem Computer und ich bleibe hier. Ich spreche mit Sie über die Lizenznummer. Ich sage, ja, das ist ich ja kann eben nicht der die Fall. E-Mail schicken, Sie wollen nicht. Ja, sagen. Sprechen. Nummer durchgeben. Also, ich kann nicht Nummer durchgeben, also ich kann schicken. Dass das da sowieso nicht ankommt, das ist ja auch bewusst. Also sag mir jetzt die Nummer, weil sonst seid ihr ja nichts anderes als Betrüger. Ich weiß nicht, was Sie wollen, was Sie sagen. Wie viel Geld gesagt? Haben Sie früher verloren vielleicht? Mir gar nichts. Und wenn Sie haben eine viel schlechte Erfahrung früher gehabt? Nö. Das Problem ist ganz einfach, dass ihr hier am laufenden Band anruft. Also ich habe bestimmt 10 Stück von euch am Tag dran und die erzählen alle die gleiche Scheiße. Sie haben diesen Spaß gemacht von, Sie haben die Anmeldung gemacht, also Sie haben mit einem anderen Namen gemacht, das bedeutet, es ist so schlimmer und sowieso, Sie haben diesen Spaß angefangen. Ja, richtig. Von, Sie haben die Anmeldung gemacht, aber Sie sind eine Dumme, Sie sind eine Schlampe, Sie sind eine Ja, und weißt du, was du jetzt bist? Sie sind so. Ja, weißt du, was du bist? Sie sind eine Schwanz. Ja, da reichen deine Deutschkenntnisse wieder nicht, oder was? Tja. Ist schon traurig, dein Job, ne? Du Scheiße, Mann. Du verpiss dich, du Alter. Findest du das in Ordnung, so?
In Ordnung? Hm? Hä? Ja. Wollen Sie mit Alena ficken? Nö. Winner! Sie müssen mit Alena ficken. Ja. Ist unanständig. Sie müssen mit Alena ficken. Wo Sie wollen, sag mir. Nein. Hoppa! Schon ziemlich armselig, so ein Job, ne? Aber weißt du, was gut ist? Du kannst in der ganzen Zeit, wo du mit mir quatschst, niemanden anderen betrügen. Aha. Elena. Wo Sie wohnen, lieber Herr Katze, Herr Hund, oder wie heißen Sie? Das ist egal. Lümmeltüte hatten wir auch schon. Elena. Komm und mach Honig dieser Katze. Ja, aber ist das nicht scheiße, jeden Tag in so ein Callcenter zu gehen und lauter Müll zu erzählen? Den ganzen Tag ist doch total anstrengend. Ich weiß nicht, was. Vor allem, wenn man sich jetzt auch noch überlegen muss, dass ihr auch jedes Mal noch in einer Sprache reden müsst, die ihr selber nicht mal kapiert. Haben Sie Kinder? Nö. Nein, er hat nicht. Haben Sie Kinder? Nein. Nein. Arbeiten Sie schon? Ja. Sie haben, was arbeiten Sie? Das geht dich, glaube ich, nichts an. Es ist mir egal. Also, danke schön. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Sag mir tschüss, bitte. Nee. Warum, ne? Sag mir tschüss. Nein, ich verabschiede mich von Betrügern nicht höflich. In der Regel tun sag mir tschüss. Nein. Sag mir tschüss. Ja, was hast du denn davon? Und ich muss schließen die Handy. Tja, du weißt schon, dass du jetzt 31 Minuten lang nur Scheiße laberst, oder? Es ist mir egal, ist mir egal, egal, ist mir egal. Egal, kein Auto, ist mir egal, auch Geld, ist mir egal. Ja, ich merke das schon. Aber so egal kann dir das ja nicht sein, wenn du die Leute abzockst. Oder kennen Sie die Capital Bra? Also, das so ein Job zu machen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch total kacke, sowas jeden Tag am Telefon. Dankeschön für Ihre Zeit, ich wünsche Sie einen schönen guten Tag. Ja, ich muss mich ja für deine Zeit bedanken. Ich meine, du bist ja derjenige, der damit bekannt wird. Sie sind wirklich guter Mann. Weiß ich. Du bist mir bewusst. Und? Wir können einen anderen Tag vielleicht sprechen, okay? Ja, genau, dann rufst du morgen nochmal an. Ja, super. Morgen, nein, weil ich will nicht. Ja, dann übermorgen oder so, näher was. Auch übermorgen, vielleicht. Ja, dann schauen wir mal, wenn wir nochmal was von dir hören. Also, ich melde nicht mehr, weil ich will nicht mehr. Ne? Nein, weil sie sind Betrüger, sie sind eine... Sie machen nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Ja. Naja, weißt du, was ich mache? Ich verplemper deine Zeit. In der Zeit kannst du niemanden anderen betrügen. Ach. Elena, komm, komm. Oh, Elena. Ja, das ist ja schön, was er da so macht, aber das kannst du gerne für dich behalten. Ich weiß ja nicht, was du davon hast. Tut dir irgendwas weh? Hast du Schmerzen? Elena? Ich glaube, du hast Schmerzen. Elena? Jetzt wird's ein bisschen albern. also wirklich. Wie kann man den ganzen Tag in einem Callcenter sitzen mit lauter Affen und so viel Scheiße produzieren? Das ist für mich wirklich einfach unfassbar, dass man dadurch ein erfülltes Leben haben kann. Sag mal, schämst du dich da eigentlich gar nicht für, was du da so machst? Tja, da weiß er wieder nichts so zu sagen. Weiß dein Chef eigentlich darüber Bescheid, dass du die ganze Zeit die Zeit verplemperst? Ah, oh, Elena. Ja, dass Elena da nicht existiert, das wissen wir ja schon. Elena ist meine Schlampe, meine Sekretärin. Ja, ja, das ist schön, was du so für Fantasie hast. Mensch. Ich habe die Fantasie, ja. Wollen Sie meine Schwanz hören? Ich kann per E-Mail schicken oder per WhatsApp. Ja, mach mal, das können wir dann als Thumbnail benutzen. Okay, aber da brauchen wir wahrscheinlich eine Lupe oder so. Wollen Sie auch die Elena sehen? Ja, die können Sie mir gleich mal mitzeigen. Aber wenn Sie sehen die Elena, Sie müssen ficken. Nee. Ja, wenn Sie sehen die Elena, Sie müssen eine einfach Sex machen. Okay? Ja, dann zeig mir mal deine Elena.
German, du bist... Ich weiß nicht, was sie sind, Mann. Ach so. Also, danke schön und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir nicht. Ciao, ciao. Meine Freunde, wie geht es Ihnen heute? Ja, wer ist da? Wilson. Was? Wilson. Wer ist denn das? Ich bin der Banker. Aha, okay. Ja, wir haben gestern am Freitag, Donnerstag, gesprochen. Wo kann sein, ja. Ja, natürlich. Also, wie geht es Ihnen heute erst einmal? Ja, geht so. War Sie in Arbeiter? Was? Haben Sie heute in Arbeiter gegangen? Nö. Warum? Ja, muss nicht. Und mit dir gesund? Hä? Wie ist dir gesund? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Warum verstehen Sie nicht? Ja, weiß ich nicht. Spricht so undeutlich. Ich denke, können Sie Deutsch oder nicht? Ja, ich denke schon, ja. Okay. Oh, ich bin so müde heute. Es regnet. Wie ist die Welt? Hä? Nein, ich habe mit Elena gesprochen. Ja, genau. Also, Herr Steiner oder Katze, das ist kein Problem. Wie sage ich, melde vom Bank FX Trade. Ja. Und was machen Sie heute? Machen Sie die Investition oder nicht? Ich verstehe die alberne Frage nicht. Was? Ja, worum geht's denn jetzt? Was haben Sie gesagt? Erst einmal, ich habe nicht gehört. Was verstehen Sie nicht? Ich habe gefragt, worum es geht. Ah, Liebe. Also, es geht im Trading wie die anderen Tage. Kommt da jetzt noch was, oder? Hallo, Betrüger. Ja. Ja. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt Betrüger. Aha. Und etwas anderes? Ja. Wie viele Leute hast du denn heute schon abgezockt? Oh. Fangen Sie an mit dieser Antwort. Wie viele Antworten wollen Sie nochmal? Ja, eine richtige Antwort wäre schon mal gut. Wie viel hast du denn heute schon betrogen? Niemand. Wie viele denn? Ich habe... Ich spreche nicht Lüge, ich bin zu Arbeiter. Ich bin ein Seriöser. Das ist gelogen. Nochmal bitte? Ich sage, das ist gelogen. Seriös bist du nicht. Ich bin sehr seriös. Auf gar keinen Fall. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Nein. Doch. Sie denken so. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, schön. Kutschi w dupe. Wie viele Menschen hast du denn heute schon betrogen? Nochmal bitte? Wie viele Leute du heute schon abgezockt hast? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 21, 22, 23, und sowieso. Also, was war Ihre Frage? Ja, wie viele Leute du schon betrogen hast heute? Niemand? Ah, Elena. Elena! Komm hier wieder. Du musst mit Herr Steiner sprechen. Also, Herr Steiner, können Sie mit Elena sprechen, bitte?
Wie unten? Nö, keine Lust. Wollen Sie nicht mit der Lena sprechen? Mhm. Wollen Sie mit mir? Also, ich denke, wir sind Freunde schon. Du bist meine neue Freund. Mhm. Also, wenn du bist meine neue Freund, du musst die Investition mit mir und zusammenarbeiten. Aha. Mhm. Machen Sie? Nix. Wie nett? Mhm. Mach das bitte. Nö. Bitte. Ich gebe Betrügern kein Geld. Nochmal bitte? Ich sage, ich gebe Betrügern kein Geld. Du bist Betrüger oder was? Ne, ihr seid ja Betrüger. Ich denke, ne? Doch. Also, mein Arbeiter ist eine gute Arbeiter mit Profit. Ja. Ja? Verarscht nur die Leute. Mehr nicht. Ich denke, du bist ein größter Betrüger. Ja. Nein, ihr verarscht die Leute. Das ist nicht in Ordnung. Also, Herr Weiber sagt, ich werde dir ein Zettel machen. Schön. Oh, je. Haben Sie Herr Weiber gehört? Mhm. Wie ne? Haben Sie nicht gehört? Nee. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Jo. Haben Sie jetzt gehört? Ja, ein Blödsinn. Mach mal am besten, weil dann habe ich nämlich eure Adresse und dann weiß ich ja auch, wen ich verklagen kann. Meine Adresse? Mhm. Okay, schreibe sie bitte. Nee, das kann, wenn er mich anzeigt, dann habe ich ja die Adressdaten. Okay, schreibe sie wieder. Jo. Frankfurt. Genau. Schlägerstraße. 39. Ja. Haben Sie gemacht? Ja. Und warum rufst du mich dann mit einer Berliner Nummer an? Ist auch verboten, ne? Übrigens kann man eure Telefonnummer nicht zurückrufen. Das ist nochmal verboten. Also ich weiß nicht, was ich denke, Herr Kapfer. Naja. Auf jeden Fall denke ich, dass ihr Betrüger seid. Ne? Doch. Ne? Doch, eindeutig. Ne? Ne? Weil nur Betrüger kann man nicht zurückrufen. Also, Sie können nicht zurück in eine Büro rufen. Lieber. Das ist deutsches Gesetz, dass ich deine Telefonnummer zurückrufen können muss. Also, erst einmal, Sie müssen Deutsch sprechen. Ja, das kann ich auf jeden Fall besser als du. Wie bitte? Ich sage, das kann ich auf jeden Fall besser als du. Ich denke, du bist eine Ausländisch. Ja, also ich... Da. Nein, ich denke, Herr Weber, ich denke, Herr Steiner kommt aus... aus Schweden vielleicht. Oder nein, Steiner. Wie heißt er? Gerold Steiner. Also ich denke, der kommt von England. Kommst du aus England? Wie kann so ein Job eigentlich überhaupt Spaß machen? Das ist doch furchtbar, den ganzen Tag in so einem scheiß Callcenter zu sitzen, den ganzen Tag mit anderen Betrügern zusammen abzuhängen, lauter illegale Sachen machen, die Menschen betrügen, ist doch kacke sowas. Dein Name ist nicht Waffe. Oh, schön, was hat Weber gesagt? Dein Name ist nicht Waffe, okay? Oh, schön, Herr Weber sagt, dein Name ist nicht Waffe. Nein, ihr seid aber ganz schön schlau. Er denkt, du lügst. Jo. Du bist ein Lüger. Naja, das... Du bist ein Betrüger. Könnt ihr ja am besten. Dein Name ist nicht deine Klasse. Ja, genauso wie euer Name nicht stimmt. Mein Name ist Tobias Weber. Ja, ganz bestimmt. Ich werde Ihnen das gerade wegen meines Verfängers schicken. Mein Ausweis. Vorderseite macht der Seite. Sie werden das sehen. Ah, Herr Weber, lass dem. Der ist ein Betrüger, Mann. Ihr seid Betrüger und Abzocker, mehr nicht. Sie mussten 50.000 Euro einzahlen, damit Sie
Wie kann man eigentlich mit so einem beschissenen Leben zufrieden sein? Ja, ich muss gar nichts einzahlen. Ja, also entweder du kommst jetzt näher ans Telefon, aber so versteht man nichts. Das ist ein guter Mann. Ich werde eine Anzeige machen. Ja, dann mach. Okay. So lächerlich. Ich werde also Anzeige machen, weil Sie zahlen nicht 50.000 Euro. Ja. Mach mal. Wer glaubt denn dir eigentlich die Scheiße? Na, lass bitte. Herr Weber, lass. Ist ein guter Mann. Nee, das stimmt nicht. Ah, Herr Steiner, du bist mein neuer Freund. Ja, ich habe gesagt. Und sowieso. Und Herr, haben Sie gehört? Elena will mit dir ficken. Wie kann man sich eigentlich so überhaupt noch selbst ernst nehmen? Das ist ein total armseliges Leben, sowas. Elena. Ich weiß nicht, wie man so viel Scheiße labern kann an einem Tag. Das ist doch schon Wahnsinn. Wie bitte? Ja. Bist du da zufrieden mit dem Scheißjob? Und so, wir machen einen guten Job. Nee, ihr macht keinen guten Job, definitiv nicht. Und das weißt du selber auch. Also, lieber, wir sagen, ich komme aus, wo Sie denken. Genau. Ich bin ein Italiener, Mann. Nee, ein Abzocker und ein Betrüger, würde ich eher sagen. Das ist schon eine eigene Spezies mittlerweile. Ich habe gesagt, meine Mutter kommt aus Deutschland. Ja. Ja, und traurig. Mein Vater ist ein Italienisch. Auch traurig. Jo. So, Herr Bock ist da hin. So, bist du jetzt fertig oder willst du noch irgendwas loswerden? Willst du noch jemanden grüßen oder? Nee. Also das hört sich so an, als hättest du ganz, ganz große Beschwerden. Okay. Habt ihr gerade nichts zu tun? Kommt keine neue Anmeldung bei euch rein? Ich muss gehen. Danke schön, Herr Gerold Steiner. Gerne. Bis morgen. Nein, nicht mehr bis morgen. Nee. Ist der letzte Tag. Das ist ja schade. Ja, ich dachte, du wolltest noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Gerold. Ich muss gehen. Das ist aber schade. Herr Katze. Ich liebe Hund. Die Hunds sind besser als eine Katze. Ja. Das ist schon okay so. Danke, danke, danke. Mann, jetzt hättest du noch die Möglichkeit, dich zu erklären. Damit überhaupt jemand versteht, was du jetzt hier von einem willst. Du bist ein Betrüger. Ja. Und ich muss gehen jetzt. Warum? Weil ich muss mit meiner Kunde arbeiten. Ist eine neue Anmeldung gerade reingekommen? Nein. Nee? Scheint ja gerade wenig los zu sein bei euch. Aber du bist ein Betrüger und ich will nicht mehr Informationen geben. Nee? So ist das. Tja. Ciao, ciao. Wiedersehen. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Aber ich denke, ich bin nicht morgen. Ne? Herr Weber ist da. Oh, ich muss morgen. Sag's mal. Das ist ja schön. Ja. So, ich dachte, du musst gehen. Mhm.
war. Dankeschön, danke, danke. Mhm, gerne. Können Sie wieder die Hände aufmachen? Nö. Warum? Ich habe so eine goldene Regel, man liegt bei Betrügern nicht auf, die Betrüger müssen auflegen. Hm. Ich muss gehen jetzt, also danke schön für Ihre Zeit. Ja, bitte schön. Bis dann. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschö. Ciao. Gerald Steiner. Das ist er. Allora, di via, digliene del... Ogni un po' di Gerol, spagna, vieni a no, vieni... Allora, ma sono due. Sta su da poi, vieni, scuola da Marti, a io fino a che sono io. Ma sono io, Steiner, va, si scuola ancora con il piede. Deutscher, 2.531.876 Ihre PIN, 2630 zur Bestätigung hier klicken, https://www.fonify.me/a.php 339479998. Sie haben eine Textnachricht von PHONIFY nie erhalten. Die Nachricht lautet: Ihr Mastercard-Voucher 2.531.876 Ihre PIN 2630 zur Bestätigung hier klicken https://www.fonify.me/a.php 339479998. Wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Ist Roger Hansen. Ich habe Ihnen gerade ein E-Mail geschickt mit den Zugangsdaten für Ihr Kryptokonto und wie Sie ein Coinbase-Konto, Ihr privates Coinbase-Konto öffnen kann. Bitte E-Mail antworten. Wir können dann einen Termin machen für morgen, übermorgen, nächste Woche, wann es Ihnen passt. Ich wünsche einen schönen Tag.